Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Garrison Brothers habe ich echt nicht oft. Guadalupe, Texas Straight Bourbon Whiskey Finish in a Port Cask. 53,5%, also die optimale 107 Proof. Und wir haben 57 Milliliter. Ich habe Flasche Nummer 9748 aus dem Jahr 2023. Wo habe ich die Flasche her? So, ich hätte sie haben können direkt aus Texas. Dort kostet sie, wenn man sie finden kann, 159 Dollar 99 Cent zuzüglich Mehrwertsteuer. Ich hätte sie haben können hier in Deutschland bei Mike's Whiskyhandel. Kostet denn dort 279 für die 2024 Herbst-Edition davon. Ich habe sie von Miss Canada von Kerstin. Ich habe 219 Euro bezahlt. Fairer Preis, finde ich, für diesen Produkt jetzt hier. Wir haben Whisky Base Nummer 242387. Und wir haben hier tatsächlich 4 Jahre ist das gereift in neuen ausgekohlten 30-Gallon-Fässern. So, das heißt dann mal 4, ungefähr 120 Liter, 100 Liter herum. Und es gibt auf der Webseite jetzt hier die Information, dass nach 2 Jahren wird es dann umgefüllt in Wet Port Sweet Tawny Port Casks Finish für weitere 2 Jahre. So, die Information, die es das hier gibt, der Master Distiller, die Brennerei Garrison Brothers, ich mache endlich auf, ich will aufmachen, ich will endlich aufmachen. Also hier haben wir den Wachs, kein Tropfen, das ist einfach nur solide Wachs, sehr, sehr schön. Es gibt hier dieses Stück für mich Fiberglas und dann, wenn ich das dran ziehe, dann kommt das wunderbar ab, wie bei Booker's. Und da haben wir unser aufgemachte Kunstkorken. Guck das an, das hätte ich nicht erwartet hier. Port Wine Finish. 219 Euro für diese Flasche ist nicht wenig, aber ich habe schon längst geteilt. Also jeder, der ein Sample haben will, sorry, da solltet ihr entweder in meine Flaschenteilengruppe, Link ist unten, oder in der Bourbon Lovers Deutschland Flaschenteilengruppe, auch bei WhatsApp. So, falls man Miss Canada noch nicht kennt, findet man bei Facebook. Ja, also einfach eintippen, Miss Canada Whiskey Kerstin, kommt man auch dann dahin, dass man sie kontaktieren kann. Sie mit ihrem Mann importiert immer wieder so kleine Chargen, manchmal nur 2, 4, 5, 6 Flaschen davon und für Preise, die akzeptabel sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, also, wo war ich jetzt hier? Garrison Brothers, gegründet im Jahr 2006, also in 2 Jahren haben sie 20-jähriges Jubiläum. Damals war der Gründer Dan Garrison, Garrison Brothers, Brüder. Und jetzt haben wir seit 2012 praktisch ein neuer Master Distiller denn dort und der alles dann bewacht und tut, Donis Todd. Und Donis Todd hat festgestellt, dass er sich 4 Jahre jetzt hier in diese kleinen 30-Gallon Bourbon Barrels, also 30 Gallonen, circa 100, 110 Liter Bourbon-Fässern sind perfekt, die er damals 2016 befüllt hatte. Und dann dort hat er 122 davon ausgewählt. Von den 30 Gallonen waren 13 schon weg. Angel Share. Also das heißt, er hat von diesen 122 Fässern hat er nur 2065 Gallonen gehabt, also wiederum mal 3,8 mal 4, heißt gut 8000 Liter nur. Und das hat er wiederum 35 verschiedene 59 Gallonen, das sind 225 Liter, Portfässern dort tatsächlich dort abgefüllt und dann nach 2 Jahren, tada, haben wir das. Womit möchte ich es vergleichen? Ich habe echt überlegt, ich werde 3 Sachen machen. Das erste ist Angel's Envy. Warum Angel's Envy? Jason, das ist Garrison Brothers. Das ist Texas Whiskey. Du hast hier ein dünnes Zeug aus Kentucky. Habe ich. Aber der Kentucky Straight Bourbon Finish in Port
Port Wine Barrels. Da steht nicht County Port, aber das ist hier 43,3%. Und ich wollte einfach mal das als Vergleichsmöglichkeit haben. Und nun die Leute, die zuschauen werden, ein paar von euch werden sagen, wie kannst du nur? Also das ist schlimm. Was du jetzt tust, ist schlimmer. Und das kann sein. Also ich habe kein Problem damit, einfach mal der Poor Man's Guadalupe herzustellen. Poor Man's heißt, wenn ich kein Geld habe, 219 oder 200, was das kostet bei Mike? Jetzt hier 279 Euro auszugeben, 279 Euro für eine Flasche Whisky, dann kann ich ein bisschen was herumplanschen. Und ich tue das. Ich habe mir ein 10 Jahre alte Tawny Port hier. Keine 20 Euro. Ja, also ich glaube, ich habe eher 14 Euro dafür bezahlt. Und was ich tun werde, ist, ich werde tatsächlich hier ein kleines bisschen hier reintun. Und auch hier reintun. Nicht viel. Kleines bisschen. Und ich lasse einfach eine Portflasche hier. Ja, also Port kommt da rein. Denn in der eine kommt etwas mit 53,5%. Das ist Pure Kentucky XO. Keine 50 Euro die Flasche. Ja. Ich habe noch einen Schraubverschluss. Es gibt die neuen, die jetzt hier auch einen Korken haben. Da steht auch Distilled by. Willet hinten drauf. Ach, wow, was habe ich jetzt gerade getan hier, Jason? Ich habe alles mein Experiment kaputt gemacht. Das kommt hier weg. Wow. ich brauche ein neues Glas. Ich habe das reingekippt in den Angel's Envy. Shame on me. So. Okay, holen wir nochmal Angel's Envy hier raus. Das ist natürlich nicht 2 Jahre in ein Portfass gereift. Das ist natürlich nicht 4 Jahre in der Hitze von Texas gereift. Das ist sehr Planscherei. Und manchmal ist es einfach gut zu sehen, ob es einem schmeckt. Ja, schmeckt mir Bourbon mit Port? Das ist die Frage. So, ich habe hier Rare Breed, Wild Turkey. Wir haben ein bisschen mehr Umdrehungen jetzt hier, als was wir bei unsere Guadalupe haben. Und ich habe ganz bewusst jetzt hier einfach mal unser 58,4% genommen hier von Rare Breed. So, Rare Breed, Pure Kentucky, Angel's Envy, Guadalupe, Garrison Brothers. Und ich möchte einfach mal so sehen, was diese Whisky so kann. Ist diese Whisky hier 200 plus Euro wert? Ist diese Whisky ein Sample wert? Ja. Mir gehört 5 cl davon, der Rest habe ich geteilt. Also die Flasche geht an Marco Sealord. Wahrscheinlich hast du die Flasche, bevor ich diese Video hochlade. So, an der Nase. Wow, da kommt Port hier rüber. Das habe ich nicht erwartet, dass es so stark ist. Ein Port. Flut plus pfeffrige Holznoten. Wow, gefällt mir echt richtig gut. Angel's Envy. Es riecht mild. Wow, das war, da wusste ich von vorher, dass das nicht mithalten kann, die 43 gegenüber die 53%. Aber gut, hier unser Pure Kentucky XO. Da kommt der Bourbon mehr durch. Ich habe nicht genug Port hier drin. Der hat wesentlich mehr Port-Momente. Boah. Okay. Und der Rare Breed. Okay. Jetzt kommen wir langsam in unsere Annäherung her. Die könnten verwandt sein. Eine ferne Verwandtschaft, aber eine Verwandtschaft. Nee. Also die XO hier. Ja, hätte ich das erstmal probieren, verkosten müssen, am Ende denn da solche Planscherei machen können? Ja. Aber ich wollte von Anfang an das so machen. Denn ich finde, wie soll ich das einfach so sagen? Habe ich neulich gesagt,
ein paar Leute, boah, war eine Hochzeit, Jason, du bist Whisky-Experte. Was hältst du von dieser Flasche? Ich sagte, die kostet 800 €. Da ist kein Whisky das Geld wert. Ja, also kaum ein Whisky das Geld wert ist. Und ich will den Poor Man's Guadalupe für uns erfinden. Leicht muffige Momente. Da bei Rebreed, null muffig. Schön. Es kommt eine schokoladige, bärige Goodness, also lecker im Moment da rein. Ja. Cheers. Der hat dunkle Kirsche. Ich muss schon sagen, er trinkt hart. Auch für seine 53,5%. Ich habe schon Sachen gehabt heute, die mehr waren. Er trinkt hart. Riecht lecker. Also 2 plus lecker. Schmeckt 3 plus. Max. Also wäre das, er trinkt, als ob er 62% hätte. Hat er nur 53,5%. Das ist hier überraschend hart. Hätte ich wirklich, wirklich, wirklich nicht gedacht. Pepette habe ich falls. Oh, wir machen erst einmal das mit Julian und I. Machen ein bisschen Wasser im Mund. Eine thermische Reaktion im Mund mit Wasser. Wo Wasser Alkohol verdünnt, entsteht Wärme. Endothermisch. Nelke. Holz. Süße Kirsch. Himbeersirup. Würde ich noch eine Flasche davon kaufen wollen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Holt mich jetzt in diesem Moment nicht ab. Geruch? Ja. Ach, schön, schön, schön. Aber im Geschmack? Yeah. Ich muss noch mal was reinschenken, damit ich das miteinander hier noch vergleichen kann. Geruch, wie ich sagte, 1 plus, also 1 plus, nein. 2 plus habe ich gesagt, Geschmack 3 plus plus. Lass uns gleich zu Rare Breed hingehen. Ihr habt da, oh, jetzt kommt der, ja, Kirschlolli-Moment, also. Ich glaube, das, der Rare Breed mit dem Port gefällt mir besser als das. Nun sagst du, Jason, du hast aber keinen Finish gemacht, du hast einen Cocktail gemacht. Stimmt, habe ich. Natürlich könnte ich ein kleines 10 Liter, 20 Liter, 30 Liter Fass nehmen, Port reinkippen, einfach ein bisschen drin lassen, immer wieder umrühren da drin und dann meinen Whisky da rein tun und ein Finish machen. Für 6 Wochen, 6 Tage, 6 Monate. Muss immer wieder testen, zu sehen, wie intensiv das denn so ist. Oder ich plansche herum und schau mal, ob mir diesen Geschmacksprofil überhaupt zuspricht. Und Bourbon und Port, Rye und Port, gut, oft. Bourbon Port, gut. Rare Breed, 10 Jahre alte Tawny. Wow. Schenkt einer besonderer, die kämpfen miteinander noch, eine besondere Note dazu, was ich bei Rare Breed nicht so kenne. Weniger Alkoholschärfe als hier. Der war wesentlich harter. Also die 53 gegenüber die 58,4. Der Guadalupe von Garrison Brothers ist einfach hart. Wirklich Kirschlolli-Moment. Hat was,
würde ich, glaube ich, würde der Rare Breed pur trinken lieber. Also ohne der Port-Einfluss. Ja, also Bourbon und Port, vielleicht doch nicht mein Ding. Kentucky Pure XO. Pure Kentucky. Distilled, aged and bottled in Kentucky. 53,5%. Dann gehe ich hier zurück. Da, gleich danach. Der Ursprungsdestillat kommt gut durch. Der Port unterstützt alles. Joa. Von den drei ist es fast mein Lieblingsprodukt heute. Weil der tut nicht weh. Der ist einfach mal, wie er so ist, mit ein kleines, wie ein, ach, keine Ahnung. Als ob du ein kleines bisschen Pfeffer auf Fleisch drauf getan hast und ein bisschen Salz. Der verändert nicht den Geschmack, er hat den Verschmack ein bisschen verstärkt dadurch. Zurück jetzt hier zu Guadalupe. Super schön Geruch. Tief, satt, Bass. Schön. Hart. Nee. Das ist mein am wenigsten gern getrunkener Whisky von den drei. Also der erste ist hier Pure Kentucky. Der zweite ist hier Rare Breed. Und der dritte ist tatsächlich hier der Garrison Brothers. Der Nelke kommt zu stark durch für mich. Clove. Wow. Nee. Sorry, für mich nicht wow. Nicht wow. Angel's Envy. Nachdem ich Fassstärken Whisky praktisch hier probiert habe, erhöhte Trinkstärke, was sagt der Angel's Envy? Süßer, gefälliger, bisschen mehr Kreide, mineralischer auch dabei. Der Port ist am wenigsten aktiv denn da. Gut. Für mich Pure Kentucky mit Port, Platz 1. Tun wir einfach mal dahin. Für mich Platz 2. Unser Rare Breed. Für mich Platz 3 ist dann hier unser Garrison Brothers. Und Platz 4 ist dann unser Angel's Envy. Ist so, wie es ist. So, der günstigste Produkt auf dem Tisch ist, glaube ich, der Rare Breed. Ist schon krass, oder? Also hier kriegen wir 50 Euro, hier sollten wir bei, ach, wie viel ist Angel's Envy momentan? 55, 50. 45, manchmal unter 40, 219. Also das heißt, ich kann mir die Flasche 10 Jahre alt Port bestellen, ich kann mir der Rare Breed bestellen, ich kann mir hier der Pure Kentucky XO bestellen, ich kann mir der Angel's Envy bestellen und ich habe immer noch 40 Euro über für diese eine Flasche. Ich wollte es wirklich in Verhältnis bringen, ja? Also, dann kann ich, dann kriege ich noch ein Double Oak oben drauf, ja? Also diese 5 Flaschen oder hier. Ja, also, und wenn das zu viel für euch ist, ich hätte einfach einen Elijah Craig, ich hätte alles Mögliche nehmen können. Ja, also Preis-Leistung, eine grässliche 5-6. Also, nein, Leute. Einmal ein Sample, einmal auf einer Messe hier einen Schluck nehmen, aber wirklich 220 plus Euro ausgeben für eine Flasche hiervon, kann ich mit gutem Gewissen nicht empfehlen. So, meine Frage des Tages ist:
Bourbon und Port. Bis auf Angel's Envy, bis auf unser Guadalupe. Welche kennt ihr noch, die gut sind? Und sollen wir überhaupt mit Port? Sollen wir überhaupt mit Sherry? Sollen wir überhaupt mit Calvados? Sollen wir überhaupt denn hier mit Lefroy Quarter Casks Finishing? Sollen wir Bourbon das denn wirklich hier machen? Oder sollten einfach nur das gute Zeug hier genießen, wie Kentucky uns das so vorgibt? Whiskey Jason, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Whiskey ist ganz anders, als ihr wahrscheinlich erwartet habt. Aber an der Nase, im Mund, an dem Preis in meinem Portemonnaie, ouch. Ach, so ist das. Schreibt euer Kommentar unten in den Link. Und falls noch nicht, ihr könnt auch Superfan werden. Ihr habt dadurch eine Stunde Vorsprung immer bei Flaschenteilung, wie hier. Bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.